Unsere Besucher möchten alles kostenlos, aber wer soll die angebotenen Dienstleistungen bezahlen? Hallo und willkommen zurück zu Crazy Island, unserem Freizeitpark. Mein Name ist Punky und gemeinsam mit euch, ja, bete ich, dass wir weiterhin Geld bekommen, weil wir wollen ja weiterbauen. Wir möchten ja unseren Besuchern mehr bieten können. Aber das geht natürlich nur, wenn unsere Besucher auch dafür bezahlen würden. Und das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Das wollen sie noch nicht. Sie sagen immer, der Eintritt wäre zu teuer, selbst wenn es nur lächerliche 50 Cent sind. Naja, gut. Regen wir uns nicht weiter auf. Sehen wir es mal positiv. Wir haben unser erstes Fahrgeschäft. Dieses Fahrgeschäft läuft, funktioniert. Es wird auch von den Besuchern angenommen. Wir haben eine kleine Fressbude, auch diese funktioniert. Und wir haben unseren ersten Hausmeister angestellt. Und wenn wir gerade bei unserem Hausmeister sind, was haltet ihr davon, wenn wir natürlich auch unsere Leute umbenennen? Das heißt ganz einfach, sie bekommen von uns einen Namen. Ich schlage jetzt hier erstmal einen Namen vor und wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, dann könnt ihr mir diesen gern in einem Kommentar zu diesem Video hinterlassen und in der nächsten Folge werde ich euren Vorschlag in die Tat umsetzen. So, das hier ist jetzt mal unser erster Heinz Meier. So, Heinz Meier, so heißt unser erster Hausmeister und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Sache weiter ausbaut. So, wir haben wieder Minus. Ja, das war nicht sonderlich schwer zu erwarten. So, während Heinz Meier sich hier im Endeffekt um unseren Park kümmert, um die Sauberkeit, ja, was machen wir? Gute Frage, nächste. Wir verfolgen mal die Besucher. Was anderes kann man eh gerade nicht machen. Zumindest hier schon mal so ein bisschen Deko hingesetzt, ne? In der letzten Folge. Oh, sie haben alle Hunger. Das wäre natürlich auf jeden Fall gut, weil dann könnten wir hierdurch wenigstens ein bisschen Umsatz generieren. So ein bisschen zumindest. Ja, ansonsten habe ich jetzt die ersten drei Folgen und wahrscheinlich nehme ich auch noch ein paar weitere auf, gleich hintereinander weg aufgenommen. Heißt also, dass ich erst auf eure Kommentare reagieren kann, sobald ihr natürlich die Folge auch gesehen habt. Heißt also ganz einfach, wenn ich nicht gleich auf einen Kommentar reagiere von der ersten, zweiten oder jetzt dritten Folge, dann liegt es einfach daran, dass ich immer noch weiter für euch weitere Aufnahmen vorbereite und hochlade. Denn ich habe ja nun doch ein bisschen es schleifen lassen, bezogen auf die Krankheit. Ging es leider nicht anders und ja, daher möchte ich jetzt natürlich den Sonntag nutzen, mal ein bisschen voraufzunehmen. Und hab richtig Lust drauf. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld verdienen würden, dann könnten wir uns hier schon wieder was leisten. Wir verdienen zwar Geld, aber ihr seht selbst, es ist nicht wirklich viel. Und ja, sagen wir mal so, das nächste Fahrgeschäft kostet uns ein schlappende 1600 Euro. Naja, das ist nix. Eine Achterbahn, ja. Das dauert auch noch, bis wir da mal hinkommen. Denn die müssen wir, glaube ich, erforschen. Könnte man in das Forschungsmenü reingehen. Genau, Forschung starten und auch Forschungen sind mit Ausgaben verbunden. Und ach, das ist ja... Das ist schon krank. So, genau, was können wir denn hier? Achterbahn, Schienenfahrzeuge, also das ist... Oh. Ja, das macht den besonderen Reiz aus an diesem Spiel. Der wirtschaftliche Aspekt. Gut, okay.
Sehen es positiv. Im Moment scheint es ja alles zu klappen, wie wir uns das hier wünschen und vorstellen. Und ich denke mal, dieses bisschen, was wir hier gebaut haben, hätte jetzt nicht so viel Geld uns eingespart. Daher denke ich mal, können wir mit dieser Rundlinie hier erstmal ganz gut leben. Auch wenn die Leute immer nur so laufen und niemand eine ganze Runde. Aber gut, das macht auch nichts. So, ja. Wie sieht's denn hier aus? Na, Besucher sind momentan etwas weniger unterwegs. 84 Besucher haben wir im Moment da. Ich hoffe mal, da kommen noch ein paar. Bis es hier mal weitergeht, das könnte noch ein bisschen dauern. Aber na gut. Wir sehen es einfach mal positiv. Auch ist das süß. Ist das schön, dass die Eltern mit ihren Kindern auf einem Kinderkarussell fahren, oder? Niedlich. Genau. Ah, die wollen auch nichts essen gehen. Die gehen gleich wieder, passt auf. Ja, das ist klar. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir nicht hätten den Wind Blue bauen müssen. Weil ich meine vielleicht, dass wir dadurch die Besucher ein bisschen mehr kitzeln hätten können. Ja, es bleibt abzuwarten, wie sich das hier entwickelt. Ich bin echt gespannt drauf. Klar, wir könnten jetzt theoretisch auch spulen. Macht das aber Sinn? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich würde fast sagen, ich möchte das eigentlich noch nicht, weil dann verlieren wir die Kontrolle doch zu sehr. Und es kommen ja immer wieder mal Leute rein, so ist es ja auch nicht. Andererseits dauert es natürlich so ewig und ja, möchte auch nicht, dass ihr euch hier irgendwie langweilt. Also, ja, was machen wir? Eine gute Frage. Wir probieren es einfach. Kommt. Wir probieren es. Gehen jetzt mal hier auf Stufe. Gehen wir auf Stufe 3. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Entweder
wir überleben es oder eben nicht. So, das Minus wächst. Das Minus wächst unerhört. Ah, jetzt durch die ersten Leute, die wieder in das Geschäft reingekommen sind, haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Aber eben nicht viel. Tja, was können wir jetzt tun, damit wir Geld verdienen? Das ist mal echt eine gute Preisfrage. Die wollen ja kein Geld ausgeben. Die möchten nicht wirklich Geld ausgeben. Vielleicht müssen wir einfach noch mal versuchen, die Waren ein bisschen günstiger zu verkaufen. Verkaufen wir den für 10 und verkaufen wir den für 6,50. Und Ketchup, Senf, Zwiebeln und Gurken. Irgendwie müssen wir doch hier. Meinetwegen auch noch Chili-Soße. Der Verkäufer ruht sich aus. Ich bekomme das Geld, das ich wert bin. Ja, 150 Euro pro Monat. Na super. Ich liebe meinen Job. Auch nicht schlecht. Ey Leute, es kann nicht sein. Bitte. Was soll das denn hier? Boah, das wird echt lustig. Das wird echt wirklich interessant. Werden so viel Fläche noch zu bauen. Aber ich habe fast die Vorahnung, dass wir scheitern. Ich weiß es noch nicht. Wir könnten jetzt Folgendes ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal unseren, kommst du her? Mal kurz Pause drücken. So, jetzt kann er weiter tackern. Nehmen wir unseren Heinz Meier. Heinz Meier muss ein bisschen weniger Geld bekommen. Es geht nicht anders da. Und, ich schlage vor, wir geben Heinz Meier im Moment mal 95. So, da kann Heinz Meier zwar rummeckern, aber dann muss er halt rummeckern.
kann es nun mal nicht ändern. So, und auch hier unser Verkäufer, ein Azubi. Wir sind ja gerne bereit, ihnen mehr Geld zu geben, aber noch können wir es nicht. Daher müssen wir auch jetzt mal hier den Verkäufer auswählen. Und der Verkäufer bekommt hier erstmal für seine Arbeit 100. So. Irgendwie müssen wir jetzt Geld verdienen. Es hilft hier nun alles nichts. Später bin ich gerne bereit, ihnen mehr Geld zu geben, aber jetzt im Moment nein. Ja, genau, hier haben wir schon den ersten Brand, den ersten Kurzschluss. Ah, super. Super GAU. Genau das, was ich nicht wollte, ist eingetreten. Wir brauchen einen Techniker und werden ihn uns schon nicht mehr leisten können. So, Techniker repariert natürlich erstmal und kostet uns auch nochmal eine gute Stange Geld. 290 pro Monat, ne? Happy Day. Ich versuche ihn erstmal auf 190 zu bekommen. So, wie könnte denn unser Techniker heißen? Uwe. Quant. Uwe Quant. So. Uwe Quant. Unser Techniker vom Dienst. Wird natürlich mit seinem Gehalt nicht zufrieden sein. Aber dann ist das nun erstmal so. Ja, es mag zwar sein, dass er negativ denkt, aber das kann ich jetzt nun mal nicht ändern. Das scheint nicht zu helfen. Das mag ja alles sein, aber wenn ihr nicht bereit seid, mehr Geld zu geben, kann ich euch hier nicht etwas Tolleres hinsetzen. Echt. Besucher haben hier einen Anspruch und sie wollen noch nicht mal dafür bezahlen. Das, irgendwie funktioniert es nicht. Hier war gerade eine Schulklasse zu Besuch. Natürlich essen die nichts. Warum ist jetzt hier zu? Oh nein, weil das... Lass mich raten. Ich will für das Geld nicht arbeiten, ruht sich aus, ja, ist mir klar. 150 Euro im Monat. 200. Warum ist das jetzt zu? Hallo? Machst du den Laden hier wieder auf? Warum machen die Laden jetzt wieder zu? Und mal ein bisschen mehr Acht geben. Ich weiß nicht, warum der jetzt eben zu war. Aber es wird uns auch wieder Geld gekostet haben.
Heinz Meier ist unzufrieden, ja. Gott. 115, meine Herren, dann musste das nehmen. Unsere Technik hat uns wieder verlassen, oder was? Auch nicht schlecht. Ich fasse es nicht. Vielleicht stellt ja ein anderer Park. Langsam steht mir dieser Job bis hier. Echt. Halt. 120. Ich sollte wirklich kündigen. Oha. Meine Finanzen sehen ganz gut aus. Na dann. Also auch hier schaffen wir es nicht, die Mitarbeiter dazu zu bewegen, ein bisschen mehr sich für unseren Park zu engagieren. Und mittlerweile haben die irgendwie keine Lust mehr hier für uns zu arbeiten. Die Zufriedenheit sinkt, kann das sein? Ich glaube ja. Oder? Ne, sie wächst. Wächst oder? Ich lasse mal die Maus so. Ich hab's gar nicht so übel. Also ich meine, die Zufriedenheit steigt ja langsam wieder an. Mein Gehalt ist fair. So, was ist mit dir? Ruht sich aus. Die Finanzen sehen ganz gut aus. Nahzufriedenheit 150 pro Monat. Hier haben es zwei gekündigt. Der Uwe Quandt hat auch gekündigt. Na ja, gut. Es hilft nichts. Dann müssen wir sie gehen lassen. Ganz einfach. So ist es. So. Joelle Blond. Stufe 1. Dann ist das hier. Lisa Lund. So, genau. Lisa Lund. So, wie sieht es mit dir aus? Dein Sofia sieht immer noch nicht so prickelnd aus. Dann müssen wir nochmal hier in den sauren Apfel beißen und sagen 130. Ja, also wie ihr seht, wenn wir unsere Mitarbeiter unterbezahlen, dann kündigen sie auch noch selbst. So eine Schweinerei. Was fällt ihnen eigentlich ein? Aber ja, wir verärgern sie auch dadurch, wie wir an unseren Heinz Meier sehen. Ist die Zufriedenheit natürlich sehr weit unten. Und die Überlegung ist jetzt wirklich, wie bekommen wir ihn wieder nach oben? Denn mit so einem Gesicht in einem Vergnügungspark herumzulaufen, ist, glaube ich, geschäftsschädigend. Ansonsten müssen wir uns von Heinz Meier trennen und müssen hier nochmal uns eine Alternative einstellen. Aber eigentlich möchte ich das vermeiden und irgendwie möchte ich den Heinz Meier natürlich auch behalten. Gut, okay. Zumindest die Lisa Lund ist mit ihrem Geschäft zufrieden. Verdient ja auch 150 pro Monat. Ja. Keine Ahnung. Die Schausteller hier. Bezahlen wir die eigentlich auch? Wahrscheinlich. Ach ne, 4 Euro der Ticketpreis. Dann haben wir Farben, Betrieb. Ja, okay, das kommt ja alles später noch. Da sind wir noch lange nicht.
Zumindest haben wir jetzt schon mal ein kleines Plus erwirtschaftet. Naja, wahrscheinlich aber eher wieder abnehmendes Plus. Naja, ist es. Es bleibt weiterhin spannend. Es bleibt spannend zu sehen, wie es weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch, ja, fleißig weiter die ganze Sache verfolgt. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben, einen Kommentar, sehr gern auch ein Abo. Und ich sag mal bis bald, euer Punky vom Punky Let's Talk. Bye bye!